Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 6. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, weil ich nämlich gerade geschnitten habe die ganze Zeit die Videos und übersynchronisiert und etc. pp. Und deswegen muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt hin wollte. Das hatte ich schon. Genau, ich wollte hier unten mal, glaube ich, mal gucken, ne? Ob hier irgendwie noch was ist, was ich nicht angezeigt bekomme. Da in der Richtung, genau. Komme ich da hoch? Und wenn ja, wie? Ja. Eventuell. Also ja, anscheinend ja schon, aber irgendwie bin ich da. Ich glaube, ich bin da zu blöd für. Ach ja, hier sind die ganzen Leute. Okay, hier vorne bin ich immer sonst. Genau. Ich ja die ganze. Aber da will ich ja gar nicht hin. Ist ja doof. Ja. Ich pack die Waffe ja schon weg. Aber hier ist doch. Ach ja, stimmt. Man kann ja die Pflanzen hier hochklettern. Ja. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich bin da irgendwie. Ne, ich denke da nicht dran. Ich denke da doch nicht dran, dass man an die Pflanzen, an den Pflanzen klettern kann. Ich denke doch immer nur hier an diese blöden Kanten. Vom Kantenmaler. So, jetzt können wir die Waffe wieder rausholen. Doppeltholz, dann bringt wohl nichts. Ich glaube, das ist der Strand, wo wir angekommen. Ah, ne, eigentlich nicht, ne? Eigentlich ja nicht. Wenn das hier Strand ist, der müsste es hier angezeigt werden. Hier waren wir vorhin, ne? Genau. Ich benutze mal wieder die Seilrutsche, aber ich gehe dann diesmal da rechts runter, hier. Genau, dahin will ich, ja. Okay. Hey, so riesig, ne? Komm, einmal hier. Ich hoffe, ja, doch, müsste eigentlich die richtige sein. Ja, und sonst so, alles gut. Ah, dann können wir da wieder runter und dann. Keine Ahnung. Oh, der Hund ist auch hier. Was? Hört mal, da schießt jemand! Alter, schreck mich doch nicht so! Alter! Hast du Lack gesoffen? Ey, ich lande hier und denk so, oh ja, hier kann man eventuell und. Der redet auf einmal. Ich hab den nicht mal gesehen. Ich hab mich gerade voll erschreckt. Ernsthaft, ich hab gerade voll den Herzinfarkt. Also manche NPCs, ne? Also echt. Die nehmen sich voll was raus. Wie wichtig sie doch sind. Na, als wenn sie mich ja einfach anquatschen dürften. Aber ernsthaft, bin ich im Horrorspiel oder was? Evil Within 3. Ah, nee, ey. Ich bin aber auch so schreckhaft. Au. Das tat weh. Okay, ich glaube, die sind böse. Ich glaube. Die sind nicht so, cool. Das sind Kojoten. Interessant. Hier ist auch noch was. Okay. Hab ich mir schon fast gedacht. Also doch nicht der Strand vom Anfang. Ja gut, dann wäre es ja auch wie gesagt. Oder? Nee, sieht nur so ähnlich aus. Wäre es ja auch wie gesagt, auf der Map. Nee. Oder? Da waren wir, glaube ich. Waren wir da? Nee, doch, da waren wir schon. Hier hinten ist noch was. Warum habe ich die nicht gleich mitgenommen? Gibt es denn hier noch was? So. Keine Ahnung. Es ist doch der. Nee. Ist irgendein Strand. Kann aber auch doch die Gegend sein. Nur, dass ich mich nicht so weit umgeguckt habe. Ich meine. Doch ist der Strand, ne? Liegen die Leichen hier eigentlich noch? Ich
frage für einen Freund. Ich glaube, hier liegen keine Leichen mehr, ne? Ah, es müsste eigentlich der Strand sein. Ich meine, hier ist auch noch bunkermäßig was los. Ich meine, wir sind ja auch aufgetaucht bei einem Bunker. Na komm. Könnte die Gegend sein, ne? Okay. Nehme ich gerne. Oder auch nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Ah, die sehen auch alle so gleich aus, ne? Okay. Läuft halt einfach schnell, ne? Der kleine Flitzer. Okay. Und ich laufe einfach mal in die andere Richtung, um ihn zu ärgern. Er läuft extra vor, ne? Weißt du, denkt sich, oh ja, wie toll er ist. Und ich laufe dann aber auf einmal in die andere Richtung. So, ach, komm. Ich will doch dahin. Apropos, ich will doch dahin. Ich will auch hierhin, ne? Okay. Tschüss, Chorizo. Einfach mal reingelegt, den Hund. Der tut mir fast schon leid. Böser Hund? Okay, böser Hund. Was? War ein böser Hund. Oh, hier liegt auch noch was. Beinahe übersehen. Ich wusste nicht, dass der böse... Was? Ist das der böse... Ist das der Typ zu dem bösen Hund? Oder der Madel? Hier waren wir schon drin, ne? Nee, waren wir nicht. Magst du nicht? Okay, jetzt sind wir doch mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, magst du nicht mitnehmen? So. Ach ja, so ein bisschen... So ein Tag am Strand tut ja auch mal was gut, ne? Also, ist ja auch mal ganz schön, ne? So hier im Dschungel. Ja. So am Meer. Ist doch nice. Oder war das hier? Kann auch hier gewesen sein. Ich glaube nicht. Oder? Ich will nur gucken. Na, ich glaube nicht. Also daran hätte ich mich doch... Oder? Okay. Ich will nicht wissen, was da drunter ist. Irgendwo müssen wir hier am Strand angekommen sein. Ich meine, wir sind ja direkt in ihr Versteck und das ist ja da vorne irgendwo. Nö. Nee. Also muss das schon hier irgendwo gewesen sein. Hinten bei dem Bunkern war vielversprechend. Da ist doch hier vorne. Ich meine, solange ich nicht auf die Leichen treffe, weiß ich ja nicht Bescheid. Also wäre natürlich der beste Hinweis, wenn ich auf die Leichen treffen würde. Aber ist halt, liegt ja hier nichts rum, ne? Es ist ja alles weg. Obwohl mittlerweile hier vorne, glaube ich, eh nicht mehr dran, weil so weit weg waren wir jetzt auch wieder nicht. Also es ist schon, es müsste schon in der Richtung irgendwo gewesen sein. Schwierig. Nee, hier war das nicht. Definitiv zu weit weg. Okay. Da vorne ist das einmal. Oh, hier haben wir auch noch was. Okay. Interessant. Okay, gut. Hier ist nichts. Auf einmal hier liegen die Leichen. Einfach von A nach B transportiert. Was bist du denn? Ach Gottchen, ihr seid ja niedlich. Oh, komm mal her. Oh, komm mal her. Oh, wie süß. Sorry, aber oh, ist das süß. Gottchen!
Komm nicht so nah. Wagt's euch ja nicht. Die sind voll niedlich, ja? Oh Gottchen, dein Dieser. Oh Gottchen, wie süß. Es tut mir leid, aber ich habe auch mehr Schweinchen und... Ach Gott, das sind ja bestimmt so Beuteltiere, ne? Also, meine Meerschweinchen haben auch so fette Ärsche. Und ähnlich Füßchen. Ähnlich niedlich und fressen auch ähnlich niedlich. Also schon verwandt. Schon artenverwandt. Oh Gottchen, ist das niedlich. Oh. Oh, da geht mein Herz auf. Da geht echt. Als Haustierbesitzer, gerade von so Nagetieren, da geht einem das Herz richtig schön auf. Das ist echt cute. Wir warten seit Stunden. Sicher, dass wir die richtigen Infos haben? Ja, ja, warte einfach. Geduld. Okay, cool. Schon mal gehört? Geduld und so, ne? Es ist Tugend. Geduld ist eine Tugend. Das glaube ich nicht. Und doch, doch. Und dich haben wir als Druck leiden lassen? Bist du sicher? Ich könnte Geduld ist tatsächlich eine Tugend. Ich bin nur nicht sehr tugendhaft. Also, hey. Soll bedeuten, in manchen Situationen bin ich nicht sehr geduldig. Was? Wo? Wo? Nee, das ist Chorizo. Was ist das Krokodil? Das ist Chorizo. Guap habe ich nicht dabei. Okay, cool. Oder nicht cool. Weird. Ja, gut. Dann einmal da hoch, ne? Hier wieder hoch, ne? Hier, das ist noch... Und hier oben und da... Da haben wir auch noch... Und da haben wir oben noch das... Und hier ist auch noch die Kassasbucht. Deswegen würde ich einmal... oder haben wir hier noch einen Spawnpunkt? Nee, ne? Ich glaube, nur die dunkelblauen sind Spawnpunkte, ne? Oder? Ja. Gut. Können wir einmal hier wieder hin. Ich meine, lohnt sich ja auch. Einmal wieder zurück, ne? Ich meine, da treffen wir unsere kleinen süßen Freunde nicht mehr, aber ich möchte auch nicht sehen, wie die getötet werden. Von irgendwelchen Kojoten oder sonst wie was. Ne, wir behalten sie so in Erinnerung, wie sie sind. Wenn wir sie nochmal treffen, ist in Ordnung, aber suchen werden wir sie jetzt nicht. Weil immer da, wo wir sind, passieren dumme Dinge. Oder böse Dinge. Oder irgendwelche Dinge. So. Supremo. Wir haben ja Kleber. Ich würde gern mal hier die Hilfsmittel mal ändern. Ich glaube, ich habe sehr, sehr schlechte Hilfsmittel gewählt. Was haben wir denn? Annäherungsbombe, Gift, EMP, Feuer... Okay, generell. Gesundheit. Für eine schnelle Heilung. Ja, okay. Haftgranate. Nö. Wurfmesser. Nee. Granate. Dynamit. Also Granate oder Dynamit wären gut. Oder Molotow. Also Molly ist auch... Doch, komm. Hier. Ich glaube, Molly ist ganz cool. EMP können wir auch vielleicht auch mal gebrauchen. Und ja, gut. Warte mal, was? Ah, stimmt. Achso, das ist die Wahrnehmungsgranate, da war ja was. Okay, was haben wir hier noch? Tötungsserie. Eine Zusätzliche, wenn du Gegner mit einem Kopfschutz tötest. Du hältst eine Zusätzliche, wenn du die verarztest. Du hältst eine Zusätzliche, wenn du einen Gegner mit einem externen. Mit einer Fahrzeugexplosion. Das ist aber sehr spezifisch. Vergiftet ist auch sehr. Brennend und Impro. Ich glaube, das hier ist tatsächlich am realistischsten. Ne, also mit dem, wenn wir uns, wir verarzten uns dann ständig. Ne, ist halt wirklich, ich verarzte mich, ne, warte mal, Ausdauer und deine Bewegungsgeschwindigkeit. Seitenwaffenmunition, was haben wir hier? Mehr Gewehr.
Mehr Mollys, mehr Dings. Bewegst dich leiser, wäre natürlich auch cool, ne? Ja, komm, hier. Leise brauchen wir immer. Also schnell oder Ausdauer, ja gut, ist auch cool. Aber ich glaube, leise sein ist hier tatsächlich... Okay, Seitenwaffen. Also da, ja, das sind die Seitenwaffen, ne? Ja, die nehmen wir momentan. Die tödliche Dosis. Genau. Wegen mit dem Nachladen, ne? Ja, die ist besser, aber die hat es mit dem Nachladen nicht, ne? Das ist nur einfach nur Körpertreffer und... Genau. Und die könnten wir verbessern. Ja, nee, ich habe meine Waffe und das ist schon in Ordnung. Ich glaube, es reicht, wenn wir den, unseren Rucksack hier, den wir nie benutzen. Wenn wir den mal ein bisschen aufwerten. Aber warte mal, ich habe noch nichts markiert, ne? Sehr intelligent. Genau, aber wir waren schon auf dem Weg zu, in die richtige Richtung. Das ist schon mal cool. Das war schon mal... Na gut, so viel bin ich auch noch nicht gelaufen und ganz im Ernst. Ne? Wir wussten, dass wir hierhin wollen. Ist jetzt auch nicht so schwer, in die falsche in die Richtung zu laufen. Also da in die falsche Richtung zu laufen ist doch... Nee. Wäre schon weird. Okay. Moment. Ich glaube... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die sind nicht freiwillig bei denen. Ich glaube... Ja, Chorizo. Ich glaube, die transportieren hier. Also das ist ein Gefangenentransport. Entschuldigung. Ich hoffe, euch geht's gut. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Alles gut? No. Was? Alles gut? Geht? Geht irgendwo hin! Meine Güte! Das ist es! Flieh! Oh! Ich hab mich nirgendwo verkrochen. Bin ich denn hier? Was? Ja, ja, du bist sehr groß. Chorizo. Du bist große Klasse. Du bist ein sehr großer Hund. Gefährlich. Monster. Ich dachte, du bist hier oben. Ich war der Meinung, du bist hier oben. Wo denn? Wo wird denn hier geschossen? Du stehst gut hinter der Deckung, ne? Bist voll geschützt, ne? Erste, was du machst, ist aus der Deckung hervorkriechen. Wo ist sie denn? Wo ist die Pussy? Okay, gut. Ach, Anton Castillo. Aha. Ich will euch etwas über die Anführerin der Libertad-Terroristen mitteilen. Ja, was denn? Clara Garcia. Sie gibt vor, eine von euch zu sein. Ja. Aber in Wahrheit lebt Clara Garcia eine Lüge. Ach, wirklich? Nicht nur, dass sie Geld von Yankee-Spionen annimmt. Sie wurde auch in ein privilegiertes Leben hineingeboren. Ach. Sie gehört zur Elite. Eine sogenannte akademisch ausgebildete Journalistin aus feinem Hause. Ach. Clara Garcia hat nie leiden müssen. Mm. Ein wahrer Jarana hat Dreck und Blut unter den Fingernägeln. Ah ja. Ein wahrer Jarana. Deswegen kann man nicht auf Missstände hinweisen, ne? Wenn man nicht Blut und Dreck unter den Fingernägeln hat, dann darf man das einfach nicht machen. Das ist einfach, du darfst nur auf Missstände hinweisen, wenn du gehungert hast. Wenn du schon Hunger gelitten hast und so, ne? Also, ups. Wir quasi. Wir dürfen auf Missstände hinweisen. Alles, was reich ist, neu reich oder hast du nicht gesehen,
oder dem es einfach viel zu gut geht, ne? Also, eigentlich allen, denen es nicht schlecht geht. Ne, die dürfen nichts sagen, die dürfen keine Missstände aufdecken, nichts. Klar. Jenny ist klar, ne? Was ist denn hier los? Hi! Was? Wo bist du denn? Warum passiert immer mir? Ja. Entschuldigung. Ich musste davon ausgehen, dass du schießt. Also bist du nur ein NPC. Was denn, warum? Okay. Wo bin ich denn hier? Was? Hm. Okay. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich nehme mal den Truck, ne? Darf ich mir den ausleihen? Ja, so ein bisschen Musik tut ja auch gut, ne? Huch! Upsala! Entschuldigung! Achso, war einer von denen. Okay, das war daneben. Moment! Passiert mir nur einmal. Wo bist du denn? Ja, ich sehe. Ja, ich bin eine miese Feigeratte. Danke, dass du, dich aus der Tarnung heraus enttarnst mit deinem Licht. Finde ich super. I don't know. Ich wusste das nicht. Also, dass das funktioniert so gut, war mir nicht klar. Aber werden wir erkannt. Ich gehe nur mit meinem Hund Gassi. Ich kann nichts dafür, was da vorne ist. Ne, Chorizo, Chorizo, komm hierher. Ich gehe nur Gassi. Komm hier, ja, Chorizo. Este es un mensaje del presidente Anton Castillo. Wo? Ein wahrer Jaraner versteht, dass er von tausend Lügen umzingelt ist. Ja. Eine Wahrheit braucht. Ja, ich höre es. Tausend falsche Stimmen buhlen um eure Aufmerksamkeit. Ich höre die tausend falschen Stimmen. Aber nur gerade eine jetzt. Stimme gibt euch die Ehrlichkeit, die ihr verdient. Wir. Meine. Was ist los? Jara hat eine Wahrheit, eine Zukunft. Und ich gehe nur Gassi. Du willst doch niemanden erschießen, der gerade Gassi geht. Cooler Hund. Ja, ich weiß. Oh, schon wieder Gewitter. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ne? Was ist denn hier los? Okay, die sind nicht alle böse. Ne, Chorizo. Ach, hier war die Dings, die Bar. Stimmt, da war ja was. Anerkennungsschreiben. Ach so, ich danke Ihnen für die Information über Juan Cortés. Wenn Sie ihn wiedersehen, benachrichtigen Sie sofort, halten Sie bla bla bla. Okay. Ja, nee, ich will hier einsammeln. Ja, sowas hat man natürlich noch nicht gesehen. Sowas wie unser Chorizo, ne? Also, der ist ja auch was Besonderes. Ne, und wenn wir hier mit ihm Gassi gehen, dann ist das natürlich sehr sehenswert. Ne? Also, dass da die Mädels und auch Jungs, ne, also staunen und hinterher sind, ne, und uns bewundern, ne, also das ist doch natürlich, ne, also es, ne, das kennen wir schon. Ne, das macht jeder. Ne, also gucken alle. Weil, guck mal, Chorizo. Ja, er ist ja auch cute, ne.
Wer da nicht guckt, ne, und bewundert, ne, ganz im Ernst, der hat keine Augen im Kopf. Oder ist blind. Dann kann man es ihm aber verzeihen. Aber dann hört er das Quietschen und denkt sich, oh Gott, wie süß. Oder so ähnlich. Nein, sorry, nichts gegen Blinde. Aber ich glaube nicht, dass, oder? Also, das ist eigentlich schon ein Missstand, ne? Es gibt kaum behinderte NPCs in den Videospielen. Und gerade so blinde NPCs, ne? Sind schon unterrepräsentiert, oder? Das ist doch schon irgendwie eine Nische, die schon wieder nicht ausgebaut ist, oder? So ein blinder NPC. Ich meine, okay, er ist jetzt, ne, Behindertenquote, aber ganz im Ernst. Zählen ja nicht nur Hunde, ne? Nichts gegen Chorizo. Chorizo ist super. Ich preise ihn ja jeden Tag an, aber so die menschliche Komponente, ne, ist hier meistens doch etwas, ja, unterrepräsentiert. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sind alle hier, guck mal, alle jung, gesund, knackig. Mehr oder weniger. Ne? Okay, hier ist nur die... Ah, da ist auch noch was. Hallo. Hi. Was? Was? Wie? Ach, der meint bestimmt Chorizo. Medizin nehmen wir auch. Ach, da vorne ist es. Immer hier. Ups. Und nochmal. Und nochmal hoch. Und so. Und da vorne ist die Kante, die angemalt wurde. Ich meine, hier ist es ja ersichtlich, dass hier der Kantenmaler war, ne? Und wir kriegen was Neues. Und das ist diesmal Krawallhandschuhe. Stimmt, da war ja was, ne? Krawall, ne? Krawall. So. Wo wollte ich denn jetzt als nächstes hin? Da oben, ne? Da gibt's, jaranische Schmuggelgut. Okay, cool. Finde ich interessant. Das Gebiet ist generell, okay. Kann man die Gebiete denn befreien? Jetzt meine ich, oder ist das was für später? Ich frage für einen Freund. Nein, eigentlich frage ich für mich. Ich möchte das gerne wissen, weil ich befreie gerne Gebiete. Wäre schon cool. Wenn man es wüsste. Das lief jetzt nicht ganz so gut. Ah gut, ich komme mal wegen den Handschuhen. Oh. Ich habe so viel gefunden. genau. Verteidigung wegen Panzerbrechend. Eigentlich müssen wir uns ständig umziehen, ne? Schweißbrenner. Genau. Solange nur ein Fahrzeug... Nee, es bringt mir ja gar nichts. Nicht mehr niedergeschlagen werden, ist auch cool. Hier aber gerade, genau. Ah ja, okay, Luftfahrzeuge haben wir nicht, brauchen wir nicht. Das ist, glaube ich, gerade am besten. Okay. Stimmt, wir haben ja wieder ein paar Waffen, ne? Ja, ja. Was haben wir hier? Ah ja. Ah, okay, cool. Nee, ich glaube, ich lasse mal das Bäumchen, ne? Hier hinten haben wir noch was. Im Notizbuch. Ah ja. Ja, so ein paar Dinge, ne? So ein paar Dinge. Aber wir haben ja auch schon viel... Was? Ich wollte gerade sagen, viel gesehen. Der Alarm muss weg. Der Alarm? Die Kamera da muss weg. Okay. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Ciao, ciao, ciao. Ich glaube, das Gewehr reicht. Die Improwaffe reicht nicht aus. So, einmal den Alarm weg. Hier sind schon genug von euch. Ist die Kamera aus? Was? Ich leg mich auch gleich mit denen an, keine Sorge.
Nase juckt. Hier muss ich vorsichtig sein. Ja, ich weiß. Oh, warte, was? Stimmt, da war ja was. Einmal kurz rausziehen, mal wieder. Was ist denn hier los? Ach, hier ist ein Bunker. Okay. Ich nehme mal die Medizin. Was haben wir hier? Dale, Chorizo. Komm her. Komm her. Ach ja, hier ist er. Okay. Ja, ja. Ich weiß. Trotzdem möchte ich erstmal, dass du hier bist. Weil ich erstmal hier runtergehen werde. Und nicht weiß, was mich hier unten erwartet. Ich glaube, die Schüsse habe ich schon, ne? Ja. Nice. Okay. Hier ist das Dings, ne? El General. Okay. Oder El General. Offizielle Anweisungen, Kommandante Rosario. Ihre Aufgaben lauten wie folgt. Libertad von der Treibstoffversorgung abschneiden, als alle Guerilla-Sympathisanten ausmerzen, Clara Garcia und Juan Cortez töten oder gefangen nehmen. Bedienen Sie sich aller nötigen Mittel und beeilen Sie sich. Ja, hat nicht so gut geklappt. Ich glaube, der wurde abgesetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht mehr ist. Der arbeitet nicht mehr. Der ist jetzt im Ruhestand. Was machst du da? Ja. Wo sind die? Was? Halt die Klappe. Wo? Ich glaube, die legen sich gerade miteinander an, ne? Chorizo. Ja, ja, komm her. Okay. Ja, ist gut gelaufen, Chorizo, ne? Genau. Er ist halt immer noch eine Bestie. Das darf man nicht vergessen, ne? Also eine eiskalte Bestie. Auch wenn er so süß und niedlich ist, ne? Also man darf nicht vergessen, wie blutrünstig dieses Tier ist, ne? Also da muss man sich schon vor in Acht nehmen. Vor ihm und seinem Scooter, ne? Also, ist schon krass. Okay. Ach, da vorne ist noch was. Ich hatte es gehofft. Ach ja. Brauchen wir ja alles, ne? Für unsere... Ja, ne? Unsere Basis, unsere Einrichtungen. Etc. Müssen wir alles mitnehmen, was wir kriegen können. Nö. Was? Ach, ja, kann man wieder besetzen, ne? Gut, das haben wir. Da oben ist noch was. Das Depot.
Ich gehe nur spazieren. Scheiße! Okay. Ich glaube, die trauen uns nicht. Ups! Die ist aber gesprungen. Ja, aus welchem Spiel war die denn? Altes Mario-Spiel, wo der noch nicht animiert war? Hui! It's me! Mario! Das passt ja auch irgendwie, ne? Huch! Mario-Bootleg. Schlechter Mario-Klon. Hi! War mir eine Freude. Was? Also Körper tragen? Nee, das will ich nicht. Die kann ruhig ihren Körper selber tragen. Na. Warte mal, was ist da oben? Achso, ist nur... Die braucht auch ein bisschen Sonne. Sonst sieht sie auch aus wie ein Kellerkind. Was ist denn hier denn? Sind da überhaupt Leute? Ach, da? Aber... Was? Ja. Okay. Kann ich die Lautsprecher irgendwie ausstellen? Ich hätte gern... Was? Von wo? Ach da! Was sie morgen tun können, können sie auch heute tun. Und was sie heute tun können... Ach da! Das ist bestimmt der von eben. Der sich da so versteckt hatte. Ja, Chorizo, ich mach das schon. Keine Sorge. Okay. Kommen hier auf einmal so viele? Ja, ich bin der Feind. Also, was Headshots manchmal so anrichten, ne? Schon crazy. Stimmt, ich sollte mal hier die Dings mitnehmen. Hier die Autos, ne? Da war ja was. Fällt mir gerade ein. So. Das war die FND, ne? Was? Okay, hier kann ich ja noch Schrott. Genau, recyceltes Glas. Aber wenigstens recyceln sie. Kann ich hier rein? Nee. Geht nicht. Will ich das haben? Wo ist denn die nächste Andockstation? Wo ich das denn hinbringen könnte? Ich meine, da hinten können wir immer noch hin. Wir haben jetzt eigentlich so gut wie alles mitgenommen. Wo ist sie denn? Oder gibt es hier gar keine? Ja, nee. Ist ja nicht das, was ich haben will. Werkbank, Pferdeübergabe. Ja, ist auch nicht so wichtig. Obwohl, dahin hätte ich schnell... Wieso konnte ich hierhin schnell reisen? Was los? Achso, hier kann ich auch in schnell reisen. Okay, muss man erstmal wissen, ne? Cool, dann kann ich ja doch erstmal hier hinfahren. Oder hier. Da. Ja, wir kriegen ja öfter mal Fahrzeuge von denen, ne? Ich glaube.
cool. Was haben wir denn hier nicht? Was? Kann ich den noch retten? Ist da jemand? Du bist okay! Hi. Ihr wart das. Langsam. Ist da noch einer? Okay. Hi. Tschüss. Kannst du das Schwert behalten? Ich brauch's nicht. Ja dann. Ich würde mal sagen, die Insel ist zumindest einigermaßen geleert. Also nicht befreit, das ist es nicht, aber wir haben die Sachen halt mitgenommen, ne? Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier noch kriegen könnte. Deswegen, ja gut, wenn hier noch was auftaucht, können wir immer noch wieder zurück. Aber das machen wir erst in... Oh, hier ist auch noch was. Was ist denn hier? Stimmt, abgereichtes Uran, da können wir dann demnächst hin. Aber das machen wir im nächsten Part. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann, bye.